sind die Nachteile des Rang-Rein-Verfahrens. Auch wir wieder, unser Bezugspunkt ist das Scoring-Modell. Und beim Scoring-Modell, genau wie hier auch, denn das ist ein Scoring-Modell, können wir sagen, das Ganze ist subjektiv. Subjektiv bedeutet, sowohl auf der Skala von 0 bis 100, ja, ob wir jetzt 35% geben oder 36%, ja, da kann man den ganzen Tag drüber streiten, über so etwas. Das ist letztlich subjektiv, das ist, hat keinen objektiven Hintergrund. Anders wäre es, wenn wir die Temperatur hier im Raum messen würden. Dann nehmen wir ein Thermometer und dann haben wir es. Ja, wobei, wenn wir da nachfragen, dann landen wir auch in der Subjektivität. Aber das verfolgen wir jetzt nicht, diesen Gedanken. Ja? Also jetzt bleiben wir mal dabei in der Illusion, wir lebten hier in einer objektiven Welt und haben hier den Kontrast. Ja, also beim Thermometer gäbe es keine Diskussion, aber ob wir jetzt hier 35 oder 38 Punkte vergeben oder Prozent vergeben, wäre eine Frage der subjektiven Sichtweise, die würde beim Thermometer nicht auftauchen. Also subjektiv, damit und auch damit verbunden, manipulationsanfällig. Ja, manipulationsanfällig, denn was können Sie manipulieren? Denken Sie an das Scoring-Modell zurück. Sowohl den Gewichtungsfaktor wie auch den Punktwert. Wenn Ihnen jetzt das Endergebnis nicht gefällt, ja, und Sie wollen, dass die Anstreicherarbeiten höher eingestuft werden, weil Sie gerade da jemand sind, der das tut. Nun, Sie haben mehrere Möglichkeiten. Sie drehen am Gewichtungsfaktor. Ja, Sie geben also dem Kriterium, wo Sie schlecht abgeschnitten haben, einen niedrigen Gewichtungsfaktor. Und dementsprechend, wo Sie mehr Punkte erzielt haben, einen höheren Gewichtungsfaktor, schon kriegen Sie ein höheres Punktergebnis. Oder Sie drehen an den Punkten selber. Ja, das Drehen an den Gewichtungsfaktoren hat eine größere Hebelwirkung, wie man sich leicht vorstellen kann. Also das ist die Manipulationsanfälligkeit, die wir aus dem Scoring-Modell auch schon kennen.